Montagabend, 19 Uhr im Inonu-Stadion. Das heißt, Beşiktaş Istanbul gegen Antalyaspor. Das letzte Spiel ging 2-1 an die Jungs aus Antalya. Davor 4 Siege für Beşiktaş. Ein 5-3, ein 2-1, ein 1-0 und ein 2-0. Performance-technisch Antalya aktuell schwach unterwegs. 29%, knapp die Hälfte von der Leistung von Beşiktaş aktuell. Ja, am letzten Spieltag mal ein Sieg, ein 3-2 über Kasımpaşa, dann 2-0 Niederlage gegen Trabzon, 2-1 gegen Fenerbahçe, 2-1 gegen Sivasspor, 5-2 Sieg über Gaziantepspor und im Pokal 1-0 gegen Trabzonspor. Bei Beşiktaş am letzten Spieltag die 3-0 Niederlage gegen Bursaspor, 2-1 Sieg über Mersin, 3-1 Niederlage gegen Kasımpaşa, 0-0 gegen Trabzon, 3-2 gegen Stadtrivalen Fenerbahçe und 1-0 über Sivasspor. Gucken wir mal bei den Duellen vorbei. Beşiktaş satte 23 Siege, 5 Unentschieden und 3 Siege für Antalyaspor. Bei den Torschützen bei Beşiktaş zu nennen Olcay Şahan mit 9, genauso wie Holoschko und Ex-Bundesligaspieler Hugo Almeida. Dahinter Portugiese Manuel Fernandes mit 7 und Thomas Sivok mit 5 Toren. Bei Antalyaspor bester Torschütze Lamine Diarra mit 13, Isak Rumis und Tita mit 7, Cismanoglu mit 6 und Inzeman mit 3. Tabellarisch heißt es hier der dritte aus Istanbul gegen den sechsten aus Antalyaspor. Getrennt sind die beiden durch 6 Punkte und 12 Tore. Wie sehen eure Tendenzen aus? Wer war denn nochmal der Gegner von Beşiktaş? Antalyaspor. Antalyaspor, die waren ja mal ganz gut, waren ja zwischenzeitlich mal Dritter. Ich sag, sollte Beşiktaş machen eigentlich, auch wenn sie zuletzt ja 3-0 verloren haben. Das war halt eine sehr schwache Leistung. Ich sag, 2 Tore Almeida und deswegen 2-0. Ja, ich sage hier mal einen Außenseiter-Tipp und zwar 1-0 Sieg von Antalyaspor.